Ja, herzlich willkommen hier bei mir auf dem Kanal und zu einem heutigen Let's Play. Das ist der heutige Let's Play, heißt Scarf. Das Game kam heute raus, ist von dem Entwickler Uprising Studios und der Publisher ist Handy Games. Ist ein Indie-Titel, ist ein Puzzle-Plattformer. Bedeutet, wir müssen hier auf jeden Fall Rätsel lösen. Ich hoffe, dass sie ein wenig knackiger sind als bis in den bisherigen Let's Plays oder in den letzten Let's Plays, die wir hier so gezeigt haben. ja, ich hoffe, ihr habt auf jeden Fall einen guten Start in den Tag und wir werden mal schauen, was uns das hier, wo wir hier hinkommen, wenn wir das zocken. Sieht auf jeden Fall schon mal sehr geil aus, kam auch heute erst raus, um 12 Uhr war Release und wir hauen jetzt hier mal rein. Gucken mal, wo so uns die Reise hinführt. Sieht auf jeden Fall, wie gesagt, schick aus, eine nette Grafik. Hat einen coolen, coole Game-Movement und handelt davon, dass hier, ja, für das Spiel gesehen, ein Junge einen verzauberten Schal hat, der ihnen dabei hilft, fliegen zu können. Und wir gucken mal, wie knackig die Rätsel wirklich sind. Ich hoffe nicht, dass ich mal wieder Fisch am Schlauch stehe und hier überhaupt nichts gelöst bekomme, aber wir quatschen nicht lang, wir starten mal rein. Ja, also wie wir sehen, scheinbar ein Stummtitel. Was hier mit dem Sound so passt, muss ich noch checken. Wir können bisher nur laufen. Auf jeden Fall schon mal sehr schön gestaltet, niedlich umgesetzt. In dem Moment, in dem ihr scharlachroter Körper die blasse Haut berührt, war ihre Geschichte zu hören. Vor ewigen Zeiten war sie glücklich. Mutter war mit ihr. Immer. Der gesamte Kosmos war ihr Spielplatz. Bis sie angriffen. Sie zerrissen ihre Mutter in Fetzen. Sie schrie und schrie, doch sie hörten nicht auf. Bis nichts mehr von Mutter übrig war. Dann benutzten sie Mutters Fäden, um aus dem wunderschönen Kosmos zu entfliehen.
und Portale in neue Welten zu erschaffen. Sie durchschritt das Portal, um sie aufzuhalten. Doch sie kam zu spät. Die Grausamen waren verschwunden. Mutter war verschwunden. Ihr Zuhause war verschwunden. Sie war allein. Rief nach ihrer Mutter. Mutter kam nie zurück. Doch jetzt, jetzt hat sie neue Hoffnung. Jemand ist gekommen, der mit neuen, gütigen Ohren ihre fürchterliche Geschichte hört. Ein Wesen des Lichts, gütig und sanft. Jemand, der helfen kann. Du. Ja, also im Moment ist es sehr oft dasselbe, ne? Also ob es Kena ist, ob es Gunk war, ob es Scarf ist, es ist immer das Gleiche. Irgendwie sind irgendwelche menschenartigen Geschöpfe die Bösen, die hier irgendwen gefährden, zerreißen, kaputt machen. Und ja, dann wiederum eine Person dabei ist, die wiederum dann doch ein bisschen cooler ist und das Ganze erkennt und dann versucht, da einen grünen Faden reinzubringen. Können jetzt auf jeden Fall auch schon springen. Also ich muss sagen, die Grafik gefällt mir schon mal sehr gut. Sieht sehr schön aus. Ja, also ich glaube, ich habe schon so ein Stück weit kapiert, worum es hierbei geht. Da hinten, das ist dieses riesige Portal, wovon die Sprache war. Ich muss hier mal ein bisschen noch zu OBS rüberschauen, ob es auch soweit flüssig läuft. Das scheint so, wie gesagt, als wären diese Töpfe sind ja hier jetzt alle leer. Und ich denke, dass wir diese Töpfe alle wieder voll machen müssen, damit dieser rote Schleier, der gerade eben komplett verschwunden ist, da wieder drumherum voll gemacht wird. Und wenn wir das geschafft haben, dann könnte es passieren, dass Mutter wieder da ist. Wollen wir mal schauen, ob wir das schaffen. Falls es denn dann so ist. Ah, wir können auch laufen. LT. Okay, also der erste ist jetzt auf jeden Fall wieder da. Das sieht man ja jetzt hier. Jetzt sind hier auf jeden Fall ist hier wieder ein bisschen was mehr vorhanden von diesem roten Schalzeugs. Jetzt haben wir hier ein Portal. Ich denke, dass wir da reingehen müssen.
So. Jetzt haben wir hier vorne irgendeine schwarze Wolke mit einem Zeichen drin. Wo die Wellen sangen, erwarteten mich drei Teile der Dunkelheit. Das sind anscheinend so Teile von dem Tal, die wieder eingesammelt werden. Okay. Okay. Ich glaube, da können wir aber noch nicht drauf, ne? Da müssen wir noch mehr vereinsammeln, oder? Ja, das habe ich mir gedacht. Dafür muss wahrscheinlich da oben diese Leiste erst voll werden. Und dafür können wir aber hier die Teile ansammeln. So, und jetzt könnte das aber klappen, oder? Eins fehlt immer noch. Können da jetzt immer noch nicht drauf, oder? Nee. Fehlt tatsächlich immer noch eins. Müssen wir mal schauen, wie wir da dran kommen, weil darüber kommen wir ja so nicht. Ah, da ist es. Okay. Okay, also da kommt dann immer eine kleine kurze Animation, wenn es fertig ist. Das hätte ich mir auch vorher denken können. Aber jetzt haben wir es ja. Von daher, jetzt sollten wir darüber können. Zack. Ah, jetzt können wir so einen Doppelsprung machen. Okay. Hier geblieben. Es gibt sehr viele Zwischensequenzen, die ich euch natürlich nicht uneingeschränkt vorenthalten will. Oder eingeschränkt vorenthalten will, so rum. Den Eindruck, es leckt ein bisschen im OBS. Das ist ja cool. Das sieht sehr cool aus. So ein bisschen was von Moses. Rennt durchs Wasser. Okay, so kommen wir da nicht hoch. Wir müssen einen Weg finden, wie wir da hochkommen. Ah, okay. Thank you.
So. Ja, okay. Okay, das war jetzt tatsächlich gar nicht so schwer. Da hätte ich gedacht, die haut jetzt da... Ah, sie rennt auch wieder weg, okay. Wie schaffen wir das, dass die da drauf bleibt? Ah, okay, ja, gut. Wir müssen den Stein da drauf schieben. Und dann müssen wir sie nehmen. Und vor die Wand stellen, weil in dem Moment, wo wir da bei ihr bleiben, bleibt sie ja da. Und dann können wir auf sie drauf springen und somit die Wand hoch. Da. Jetzt kann die da vor mir aus wieder rumrennen. Moment mal, da aus dem Wasser sind wir doch gekommen, oder? Ne, wir sind da rausgekommen, okay. Und da unten hätten wir das nicht mitnehmen können. Das bedeutet, wir brauchen jetzt das, um dann da unten ins Wasser zu gehen. Ist das richtig? Die Aktion hier, die finde ich schon sehr cool. Vor allem, dass man sich dann jetzt hier unter Wasser dann zurechtfinden muss, um den Weg zu finden. Das finde ich schon sehr, sehr cool gemacht. Gefällt mir sehr gut. Okay. Ich muss mal ganz kurz was nachgucken. Bausync ist an. Okay. Komisch. Mir läuft das Spiel total flüssig. Hier, ich habe nur den Eindruck, dass es in OBS nicht flüssig ankommt. So, was machen wir jetzt damit? Ach so, den müssen wir darüber bringen, damit wir da drauf springen können. Oh, verdammt.
Boah, Alter, das ist teilweise wirklich ein ziemliches Zeitmanagement. Bin ich nicht mehr gewohnt. Ich habe so lange kein Super Mario mehr gespielt. So, dann nehmen wir das mit. Gehen hier das Treppchen rauf. Muss man noch mal ziehen? Okay, so nicht. Ja, doch. Ist natürlich der Anfang des Spiels, aber rätselmäßig vom Level her finde ich sehr cool, also bisher. Man muss ein bisschen nachdenken, ist nicht zu knackig, nicht zu schwer. Finde ich ganz gut, also gefällt mir bisher sehr, sehr gut. Wenn das jetzt dann noch zum späteren Zeitpunkt ein bisschen mehr anzieht und es dann noch ein bisschen schwerer wird, dann habt ihr mich auf jeden Fall. Ja, also man muss mit der Steuerung ein bisschen aufpassen, dass man hier nicht zu lange in der Luft bleibt, vor allem mit diesem Doppelsprung, weil dann hast du das Problem, dass du ganz schnell, ja, also der schwingt, der segelt so ein bisschen und durch das Segeln hast du halt das Problem, dass du dann nicht mehr genau weißt, wo du aufkommst. Da muss man ein bisschen aufpassen. Aber es ist jetzt nicht so schwer, dass ich sage, um Gottes Willen, das schaffst du nicht. Also das kriegt man schon hin. Na, das habe ich mir gedacht. Scheiße, jetzt ist das Ding weg. Gut, müssen wir abstürzen. Einmal dahin. So, jetzt müssen wir abpassen. So. Der Soundtrack ist auch echt angenehm zu spielen. Also finde ich gut. Gefällt mir gut. Ah, okay. Das ist jetzt schon wieder was, wo ich sage, das gefällt mir richtig gut. Weil diese roten Teile sind ja quasi so, dass die wegkommen und gehen. Und da muss man halt gucken, dass man im richtigen Zeitpunkt aufkommt. Das ist gut gemacht. Wenn das zum Beispiel später noch ein bisschen krasser wird, dann gefällt mir das richtig gut. Da hat man mich dann auf jeden Fall mit. Ja, und ich glaube, es ist ein bisschen laggy in OBS. Da muss ich jetzt gleich mal nachschauen, wenn die Aufnahme dann vorbei ist. Gegebenenfalls starte ich das Spiel sonst nochmal neu. Muss ich mal gucken, was ich da ändern kann, machen kann. Schauen wir mal eben, wie das ist, wenn wir hier Pausing ausmachen. Ob es dann besser wird. Ne, im Gegenteil, es wird noch schlimmer. Spielen wir die Folge erstmal zu Ende und schauen uns das dann mal. Schaue ich mir dann gleich mal gerade in der Windows-Aufnahme an, in der Capture-Aufnahme, was wir dann dabei rauskriegen. Wenn es mir dann zu viel ist, dann müssen wir es neu aufnehmen.
glaube, wir müssen hier nachher wieder hin zurück, ne? Okay. Das heißt, wir müssen wieder raus, ne? Das habe ich mir gedacht, aber jetzt ist die Frage, wie kriegen wir dieses Knäuel mit raus? Du weißt, was passiert. Wo ich die FPS auf unbegrenzt stehen habe, sieht es schon ein bisschen besser aus. Könnte aber immer noch ein bisschen besser laufen. Ja, hier müssen wir das Ding allerdings ablegen, weil mit dem Teil kommen wir nicht da hoch. Ist das eben auch runtergefallen? So, jetzt müssen wir ein bisschen kurz warten. So, jetzt darüber. Und jetzt dahin. Boah, das war eng. Aber ah, wir haben es geschafft. Jawohl. So, wenn wir jetzt wieder nach draußen kommen, mal gucken, wie es dann ist. Ja, es läuft schon einen Ticken besser, aber es ist immer noch nicht so, wie ich es gerne hätte. Ich befürchte fast, dass ich es neu aufnehmen muss, dass ich mir da die Performance angucken muss, wie ich das einstelle. So. Ja, also irgendwie verlieren wir hier immer unseren Schal. Jetzt ist er wieder weg. Ah, er ist jetzt da vorne, glaube ich, ne? Jetzt haben wir hier so eine Liane, an der wir uns lang schwingen. Oh, da mussten wir ihn anfassen. Fass mich an, fass mich an. So. Ja, also ich würde sagen, das hier ist schon mal ein ganz guter Cut für eine erste Folge. Haben wir auf jeden Fall schon mal ganz gut gemacht bis hierhin. Ja, was bleibt mir noch zu sagen? Also wenn ihr jetzt bei dem Let's Play erst eingeschaltet habt und auf meinen Kanal erst jetzt aufmerksam geworden seid, dann tut mir doch einen Gefallen, unterstützt mich ein bisschen, wenn ihr Bock habt. Guckt euch auch gerne mal den Rest meines Kanals an. Lasst mir ein Abo da, haut ein Like raus, lasst einen Kommentar da. Würde ich mich sehr darüber freuen. Unterstützt die kleinen YouTuber. Und wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder bei Scarf oder bei einem anderen Let's Play. Und ja, bis dahin, bleibt gesund, haut rein, ciao.